Das sind sie also, die ersten Schritte von Mate Jelic bei Rapid. In dieser Woche nahm der 24-jährige Kroate seine erste Trainingseinheit in seiner neuen Heimat auf. Mit 19 Treffern in 29 Spielen hatte der beidfüßige Stürmer in der vergangenen Saison einen maßgeblichen Anteil am slowakischen Vizemeistertitel seines Ex-Vereins MSK Žilina. In der aktuellen Spielzeit konnte der 1,84 Meter große Torjäger in 5 Meisterschaftsspielen 6 Treffer erzielen, in 7 Europa-League-Spielen 7 Tore. Eine Serie, die Jelic nach seiner Eingewöhnungsphase bei Rapid natürlich fortsetzen soll. Ob in der Mitte oder auf der Seite. Im Angriff ist der Kroate nämlich relativ flexibel. Er unterzeichnete einen Vertrag bis Sommer 2019. Mein erster Eindruck von Rapid. Tak jako mi se sviđa od prvog dana. Od kad sam došao vama vidim da klub funkcionira super i prvi dojmovi su jako pozitivni. Ja, er sagt, es gefällt ihm hier sehr gut dabei. Also das erste Training hat er jetzt absolviert und sieht, wie der Club auch funktioniert und die Mannschaft eben auch, wie sie spielt, taugt ihm. Fußball spielen habe ich gelernt. Znači, počeo sam od malih nogu u mom selu, a poslije sam otišao u Dinamo i tamo sam napravio prve korake nogometne. Ja, er hat angefangen in einem Dorf, dort bei ihm in der Nähe. Und er ist dann nach Zagreb gegangen, zu Dinamo Zagreb, und dort hat er eben seine ersten Profispiele absolviert. Die österreichische Bundesliga. Tak znam da je Rapid jedan od najboljih klubova u državi. Znam da su se sad prvi i da igraju odličan nogomet i znam da je liga zanimljiva, 10 klubova da ima i to je to. Ja, er weiß, dass Rapid einer der, also der beste Verein in der österreichischen Bundesliga ist, dass er an erster Stelle steht und dass sie einen hervorragenden Fußball spielen und ja. Als Fan drücke ich die Daumen. Tak navijam za Arsenal. To je moj klub od malih nogu i Barcelona. Ja, für Arsenal und für Barcelona. Neben Fußball spielen mag ich. Tak volim biti u društvu, volim biti sa prijateljima, ali više sam tako skroman, zatvoren tip koji provodi tako vremena sam i sa djevojkom i tako. Imaš cur? Imam. Ja, er trifft sich auch gern mit Freunden, unternimmt was mit Freunden, hat auch eine Freundin und ja, ist aber ja, die meiste Zeit mit seiner Freundin. Deswegen, ja. Drei Dinge, die ich an mir mag. Na, dass er auf jeden Fall immer 100% gibt im Training und immer weiterkommen will und ja. Meine großen Vorbilder sind. Ich nehme mal, sviđa mi se stil igre, kao što je igrao, a on sad ne igra više, ali prije Thierry Henry. Thierry Henry, also hat ihn gefallen früher, wie er gespielt hat, also der Stil von ihm. Was mich zum Lachen bringt. Tot ist mir. Ja, ich finde es lustig, wenn man so Schwierigkeiten hat, jetzt zum Beispiel wie ich, dass ich es nicht so übersetzen kann von einer Sprache in die andere.